Im Haus der katholischen Kirche in Aalen traf man sich gestern zu einer öffentlichen Mittagspause. Eine Pause, die neben Suppeessen auch Themen wie Ökumene und Armut behandelt. An wen sich diese Pause richtet, erklärt Sibylle Schwenk. Die öffentliche Mittagspause ist ein Format, das sich eigentlich an alle Menschen richtet, die gerade in der Stadt unterwegs sind. Wir möchten den Leuten in der Mittagspause was Gutes tun. Hier passiert ganz viel Kirche. Und ich glaube, dass viele Menschen nicht wissen, dass außerhalb von Gottesdiensten auch noch Kirche stattfindet. Gestern stand die bundesweite 72-Stunden-Aktion des BDKJ im Mittelpunkt. Knapp 20 Gruppen haben sich dieses Jahr bereits schon angemeldet. Also es geht darum, dass jugendliche Gruppen miteinander eine Sozialaktion durchführen, etwas Gutes tun, ihre Welt ein bisschen besser machen und das alles in 72 Stunden. So Sven Köder. Nicht ganz in 72 Stunden, aber in 7,2 Minuten gab es gestern eine Challenge. Ziel der Aufgabe? Den Zusammenhalt in der Gruppe stärken. Ebenso sind solche Aktionen besonders für das kirchliche Engagement von Jugendlichen wichtig, betont Josef Rettenmeier. Ich sehe es von zwei Seiten. Ich sehe es einmal Engagement für die Kirche. Die Kirche hat sich das Thema Nächstenliebe auf die Fahnen geschrieben von Anfang an. Das muss praktiziert werden und das lernen die Jugendlichen am besten in dieser Aktion. Das ist das eine. Und das andere, junge Menschen sollen sich auf unsere Gesellschaft, auf unsere Städte und Gemeinden einbringen. Sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das kann man mit dieser 72-Stunden-Aktion am besten leben und auch miterleben. Das 72-Stunden-Maskottchen Stoppi stoppt schon die Minuten, bis es endlich losgeht.